Vor zwei Wochen kam Teil 1 vom Film mit Schwester Yvonne. Jetzt endlich Teil 2. Zwei Wochen sind ja eine Wartezeit, ist man gar nicht mehr gewöhnt. Hier, wenn man irgendwelche Serien anguckt, seinerzeit muss man noch warten, eine Woche, bis dann Rauchende Colts, Lassie, irgendwas mit Teil 2 weiterging. Und hier sind sogar zwei Wochen, nichts mit schnell durchstreamen. Jetzt kommt Schwester Yvonne mit dem Teil 2 und nochmal danke für eure Kommentare. Echt sehr, sehr cool. Ich wusste es, dass wir eine geniale Community haben. Und jetzt kommt Teil 2 mit Schwester Yvonne. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Ich hatte im Bett, hat eigentlich ein Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Dann hat er gesagt, und jetzt lässt du dich scheiden. Du reichst die Scheidung ein. Dann habe ich gesagt, bis hierher und nicht weiter. Habt ihr euch wieder angenähert? Oder? Ja, er ist dann mal zurückgekommen. Aber es war nicht, es war nicht wirklich gut. Aber ich habe immer gedacht, das kommt wieder. Ja. Weißt du, es braucht ja... War noch eine Hoffnung da, eine Rest? Ja, klar. Mhm. Die war immer da. Ja. Und ich habe gedacht, nein. Gut, wenn er sich scheiden lassen würde, okay. Aber ich bin ja katholisch, also das gibt es ja nicht. Also ich mache das sicher nicht. Und habe dann auch vehement gesagt, das mache ich nicht. Ich habe dich damals gefragt, ob ich diesen Mann heiraten soll, und du warst einverstanden. Und jetzt kannst du nicht kommen und sagen, jetzt lässt du dich scheiden. Das geht, kann ich nicht machen. Da gehst du aber auf Konfrontation dann, ne? Ja, und das habe ich kaum gesagt. Ja, und jetzt kommt das. Und das ist jetzt meine Sichtweise. Die Welt, die hatte ja Mühe mit all diesen Veränderungen. Die haben gedacht, was tut sich hier, was passiert da morgen? Ich wusste ja auch nicht, was passiert morgen. Und in der Zwischenzeit hatten sich dann dieser Priester, mein Mann und mein Vater, die haben sich so zusammengetan. Wahrscheinlich war mein Vater so ein bisschen federführend. Und die haben mich dann von der Arbeit weggeholt und zwangspsychiatrisch zwangseinweisen lassen. Sie waren sich nicht ganz einig, was mit mir nicht stimmt. Also ich habe manchmal halt auch nächtelang gebetet. Aber ich habe immer meinen Job gemacht und die Kinder versorgt und aber alles. Aber man muss es ja auch verstehen aus deren Seite. Ja, ne? Klar. Auf einmal ist die Yvonne nicht mehr Yvonne. Ja, nein, schon das war äußerlich? Ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ich kann es schon einordnen. Ja, ja. Ich hätte klar, aber ich versetze mich mal in die Lage deines Mannes oder der anderen. Die sagen, was ist mit der Frau los? Ja, ich habe die alle ja verstanden. Richtig, aber ich auch. Aber sie mich nicht. Richtig. Sie haben gedacht, entweder die ist einfach überarbeitet und fantasiert ein bisschen. Oder der Pfarrer tendierte eher auf religiösen Wahn. Und mein Vater, mit Neigung zum Theatralischen, war der Überzeugung, ich sei besessen. Oder? Oh, das also ganze Programm. Zusammen, also sie waren sich einig, dass man handeln muss, aber waren sich über das Motiv nicht ganz einig. Gut, das ging dann ziemlich schnell. Irgendein Notfallpsychiater kam, der konnte mir nicht in die Augen schauen. Ich wollte mit dem reden, habe gesagt, Sie können mich doch jetzt nicht einfach da... Was weißt du, mit Polizei und Paramedik geht das? Das ist ein Riesenproblem. Nein, ich war an einem Schaufenster dekorieren. Mein Vater hat mich unter Vorwand nach Hause geholt, hat gesagt, weil sie sagten immer, ich muss mit einem Psychiater reden. Ich hätte ein Problem. Ich habe gesagt, nein, ich habe eigentlich kein Problem. Aber wenn es euch beruhigt, dann rede ich mit einem. Aber ihr müsst ihn schon zu mir nach Hause holen. Ich gehe jetzt nicht. Also, dann hat er mich geholt von der Arbeit weg. Ich habe gesagt, ich komme gleich wieder, ich muss schnell nach Hause. Hat gesagt, Psychiater ist da. Gut, bin ich nach Hause, es war Samstagnachmittag, wollte ich mit diesem Mann reden, habe ich gesagt, ich mache mal einen Kaffee. Da hat er gesagt, nein, da gibt es nichts, Sie müssen jetzt nach Liestal, und hat da schon Formulare ausgegeben. Ich glaube, er hat alles angekreuzt von Selbstgefährdung, Fremdgefährdung. Also was es da gehabt hat, habe nicht so genau geschaut. Und habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich noch eine Rettung, oder? Habe ich gesagt, kann ich meine Hausärztin anrufen? Und wenn die gekommen wäre, dann wäre es geplatzt. Der Plan wäre geplatzt. Das war so eine richtige filmreife Verschwörung, oder? Mein Mann hat Reisetasche gepackt, die hat er sonst nie gepackt. Ich habe noch schnell irgendwo 100 Franken reingeschmuggelt.
Und dann war eben Paramedic da, die haben auch gedacht, die Polizei war da. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt einfach mitspielen, jetzt nicht ausrasten, sonst machen die ihren Peaks und okay, mitspielen. Und ja, dann kam ich dann nach Liestal, Akutpsychiatrie war das noch, so ein Saal, wo da so noch mehrere Leute so sediert und so. Also wie, im Fernsehen, wie im Film. Ja, ich habe selten, ich habe wenig solche Filme, ah, ja, aber schon. Ja, ja, aber und da waren zwei Pfleger und ich weiß noch, ich bin reingekommen und habe mich mal, da war ein großer Fan auf den Fenstersims gesetzt und musste zuerst einfach mal lachen. Das ging so schnell. Also sie haben mich wirklich überrumpelt. Aber das muss man bei mir auch, weil ich bin schnell. Also gut. Und dann habe ich gelacht und der eine der Pflegerin hat gesagt, sie nehmen das relativ locker, habe ich gesagt. Du bist durchgeknallt. Nein, ich habe gesagt, ich bin einfach im falschen Film. Ich bin einfach im falschen Film. Und meine Frage war dann, darf ich telefonieren? Und als sie gesagt hat, ich darf telefonieren, war es für mich eigentlich schon klar. Aber das Wichtigste habe ich gesagt, ich saß auf dieser Fensterbank, musste zuerst lachen. Und da war Gott wieder da. Und was hat er gesagt? Du kommst erst dann hier raus, wenn du die Scheidung eingibst. Ja, das war dann meine Geschichte. Dann wusste ich, wieso ich da war. Du bleibst genau so lange hier drin, bis du einwilligst, dass du dich scheiden lässt. Dann durfte ich dann der Anwältin anrufen und dann habe ich gesagt, zwei Dinge. Erstens, ich will mich scheiden lassen und zweitens, hol mich hier raus, ich bin in der Klapse. Die hat dann gesagt, machst du immer so dumme Witze? Und ich habe gesagt, na, diesmal ist es kein Witz. Und dann hat sie gesagt, gut, es ist Samstag, ich kann, das muss über den Regierungs- oder irgendwie, es ging über den Kanton. Also die Pfleger haben gesagt, das dauert mindestens zwei Wochen bei Zwangseinweisung. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das geht schneller. Also am Montagnachmittag konnte ich dann wieder nach Hause. Gut. Und dann ist dann mein Mann definitiv ausgezogen. Also das hat mir dann die Anwältin gesagt, hat sie gesagt, entweder du gehst jetzt mit den Kindern weg oder er soll weggehen. Und dann war ich dann mit den Kindern da und die Kinder haben gesagt, also den Kindern hat man erzählt, die Mutter ist krank, also man wollte mich natürlich mit Medikamenten mal ein bisschen runterholen und so. Da habe ich da hochgepokt und gesagt, fass mich nicht an, solange ich alles mitmache. Ja, also kürzen wir ab. Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt? Eben 7,5, so 5,5, so 7. Also ich bin dann zurückgekommen, für mich war das wirklich ein Schrei der Hilflosigkeit von den, also gut. Dann war ich wieder da. Und dann habe ich halt dann eingewilligt in diese Scheidung. Und von da an habe ich mir dann vorgenommen, okay, ich widersetze mich jetzt wirklich nicht mehr. Ich mache jetzt wirklich. Ja, und dann kommt natürlich, was kommen muss. Jetzt sind wir bei den Kindern, gell? Man kann diesen Weg nur gehen oder... Es ist die vollständige Aufgabe von allem, wo man je daran gehängt hat und letztlich vom Ich. Und, die Kinder kamen dann zuletzt. Und ich war da und dann kam der Moment, wo er gesagt hat, so, also mein Mann, damaliger Mann noch, da waren wir dann schon geschieden, weiß es nicht mehr, der war dann bei seiner Freundin. Und ich musste dann quasi dafür sorgen. Und das Eigenartige ist, weißt du, das hat alles immer so reibungslos funktioniert. Keiner hat gesagt, nein, das machen wir nicht so. Das Gericht hat nicht gesagt, ja, aber wohl, also vor Gericht haben sie mich nicht gefragt, ja, wollen sie ihre Kinder wirklich hergeben? Weil wenn mich das jemand gefragt hätte, ich hätte gleich losgeheult. Weil ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe gesagt, ich mache es. Wir sind jetzt bei der Abraham-Geschichte. Ich mache es, ja, ich widersetze mich nicht mehr. Aber ich schaffe das psychisch nicht. Ich gehe psychisch dran kaputt. Weil ich kann das nicht. Ich mache es, aber ich kann das nicht. Und ich habe immer gedacht, ja, da fragt dich doch einer. Wollen Sie das wirklich? Das hat mich keiner gefragt. Der Richter hat das einfach so hingenommen. Das ging zacke. Hat man die Kinder, und jetzt kommt etwas, und das muss ich immer sagen, ich höre immer, dass man bei Abraham das Gefühl hatte oder gesagt hat, er hatte das Vertrauen, dass Gott selbst Tote erwecken kann. Aber das hat man nicht. Es braucht diese komplette Hoffnungslosigkeit. Er lässt einem nicht so viel Hoffnung,
dass das wieder gut kommt. Ich hatte nicht so viel Hoffnung, dass ich meine Kinder je wiedersehe. Nicht von, weißt du, vielleicht am Wochenende oder so. Das war ganz klar, du siehst die Kinder nie wieder. Du musst mit dem leben. Und für mich war das ganz klar, dann gehe ich einfach psychisch kaputt. Aber ich habe ja gesagt zu diesem Weg, okay. Und das ging so reibungslos. Und ich weiß noch, ich habe die Kinder übergeben. Ich musste natürlich auch das Haus aufgeben, ganz klar, in eine kleine Zweizimmerwohnung. Alles andere weg. Ich habe da so Tag der offenen Tür gemacht. Alle Nachbarn konnten sich noch holen, was sie wollten. Die haben geheult, ich habe nicht geheult. Also es war recht dramatisch, die ganze Geschichte. Und ich weiß noch, wie ich die Kinder, ich habe die Kleider eingepackt und wir haben da, und ich habe die Kinder übergeben und die Kinder sind weg und ich bin da abgesessen und es hat nur geheult. Und ich bin, was kommen musste, natürlich flutsch in eine tiefe Depression rein, oder? Kurze Nachfrage, die Kinder dem Vater gegeben. Mhm. Okay. Mhm. Flutsch, tiefe Depression. Tiefe Depression. Und ich denke, für die Außenwelt, ich kann es nicht so genau sagen, war es vielleicht eine andere, andere Reihenfolge. So im Sinn von, ich hatte eine Depression, also habe ich die Kinder weggegeben, weil ich, und nicht umgekehrt. Du erzählst. Ja, und dann hatte ich eine tiefe Depression, bin zu meiner Hausärztin, habe gesagt, ich bin schwerst suizidgefährdet. Du musst mich einweisen. Ich bin aber nicht in die gleichen Klapse. Ich wollte dann an einen anderen Ort. Ich habe gesagt, nee, da kennen Sie mich schon. Nee, also, und dann kam da nach Solothurn die Psychiatrie und dann anscheinend hatte ich noch das falsche Medikament. Es wurde dann noch wirklich schlimmer. Also war ganz, ganz schlimm. Ich konnte zum Teil nicht mal mehr laufen. Und ich habe es dann geschafft, bis so zur Einzelhaft, nenne ich es jetzt mal, so dieses Zimmer, das wie eine Gefängniszelle aussieht, wo es keine Toilette mehr hat, nur noch ein Loch am Boden. Und dann kommt ja noch der Moment, der Todesschrei Jesu am Kreuz. Also dann kommt der Moment, wenn man wirklich zutiefst ist und alles verloren hat. Ich hatte ja nichts mehr, wirklich gar nichts mehr, wo sich Gott zurückzieht und man auch in der Gottverlassenheit ist. Und dann kommt dieser Schrei. Warum hast du mich? Also der kommt dann. Der kam bei dir auch? Ja, der kommt. Nicht laut, aber... Also da ist innen das Zerreißen. Das ist ein unglaublicher Schmerz. Aber der ist da. Gott war auch noch weg. Also ich habe alles für ihn weggegeben und Gott war auch noch weg. Also es ist komplette hoffnungslos. Man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die muss sterben, sonst kommt man nicht durch den Tod in die Auferstehung. Gut, und etwa zwei Tage später hat dann das neue Medikament gewirkt. Die haben mich dann aufgepäppelt und da war so, ich sage immer, das war mein Schutzengel. Einer hat dann gesagt... nach etwa 3-4 Wochen hat er gesagt, und Sie müssen jetzt nach Hause. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Gehen Sie wieder nach Hause, Sie können mich rund um die Uhr anrufen. Und ich wusste dann immer, dann habe ich ihn dann wieder so gespürt, mach das. Ich habe es dann auch gemacht, bin dann wieder zurück, dann kam so ein bisschen Aufbau. Und der hat mir gesagt, jetzt müssen Sie zu einem guten Psychiater. Ich habe dann so, damals hatte man noch Telefonbuch, ich wusste genau, zu dem muss ich gehen, bin dorthin. Der hat mir gesagt, Sie brauchen zwei Dinge, einen Homöopathen und einen guten Anwalt. Sie müssen schnell aus der Depression raus, das kriegen wir mit Homöopathie hin. Und Sie brauchen einen Anwalt, Sie müssen Ihre Kinder zurückholen. Und da kam von oben das Okay. Ja, das machst du. Und das war etwa so ein halbes Jahr. Dann gab es wieder eine Gerichtsverhandlung, alles. Also ich hatte dann, ich gehe als klassische Spontanheilung in die Homöopathie ein. Das ging dann. Das vorzeigische. Nein, weißt du, das war wirklich von so senkrecht nach unten zerschellt und auch wieder so senkrecht hoch. Und ein halbes Jahr später hatte ich meine Kinder wieder. Und ja, wir sind dann in eine Wohnung eingezogen. Ja, und dann hat sich das alles dann ergeben. Ich musste dann zwischen zwei Klößen so ein bisschen Ausbildung, dass ich die gregorianischen Chorale singen konnte. Und ich bin dann so ganz in meine Rolle rein. Ja. Und wie sieht die Rolle heute aus? Die Rolle heute ist so, dass ich bin... Mutter, bin mittlerweile auch Oma und mit ihnen treffe ich mich privat, da haben wir das gut.
Aber ich bin natürlich schon Ordensschwester, in erster Linie bin ich Ordensschwester. Und ich bin ja auch telefonisch eigentlich erst ab 3 Uhr erreichbar, das gilt dann auch für meine Kinder. Wobei man, also meine ältere Tochter hat mal gesagt, es spinnt ja jede Mutter ein bisschen, du einfach komplett, hat sie gesagt. Aber man muss sich wenigstens nicht mit dir schämen. Also, und, dickes Lob. Ja, finde ich auch. Also sie können damit umgehen und also sie finden es aber oder fanden es dann auch schon cool, man weiß ja immer, wo ich bin und was ich mache. Das hat auch Vorteile. Sie müssen die Mami nicht suchen, die ist ja, dann ist sie dort, man findet sie, man weiß genau wie. Also das funktioniert. Ich denke wirklich, meine Töchter, die hatten damit nicht ein Problem. Es ist einfach mein Weg so. Das Umfeld hat schon sehr heftig reagiert, aber. Ja, und was machst du heute konkret? Was ist deine Aufgabe? Nachdem du die Ausbildung, sage ich jetzt mal, ja, also ich musste dann, ich war dann 10 Jahre im ehemaligen Kapuzinerkloster. Ich musste dann dort rein. Wir haben dort angefangen. Ich habe dann so quasi mein Gelübde, also ich bin ja katholisch. Ich habe dann vom Weihbischof quasi den Segen bekommen für eine, es musste eine ökumenische Neugründung sein. Obwohl das, wir sind ja vielleicht nur so 3, 4 jetzt im Moment. Also wir hatten auch schon Priester, der ist weggestorben und Leute, die mal wieder länger kommen oder wieder gehen. Aber ich muss diesen Weg gehen. Wir haben die benediktinische Regel. Aber ich musste die ein bisschen ausgestalten, alle Gebetshefte so neu machen und wir haben auch eigene Psalmen noch. Nicht nur das mittelalterliche, gregorianische. Ja, und ich habe einfach diese Gebetszeiten, morgens 7, 12 Uhr, abends, ja, heute ist okay. Ist okay. Abends 8, ja, abends 18 Uhr und. Wir haben Viertel vor 12, deswegen schaue ich hier drauf. Es ist so eingeplant. Abends um 21 Uhr und ich unterrichte hier an der Schule, Heilpädagogik 75%, und ich höre aber immer schon eine Stunde vor Mittag auf, also um 10 nach 11. ist für mich Schluss, damit ich um 12 Uhr Mittagsgebet halten kann und komme am Nachmittag wieder. Und Sitzungen müssen alle Kollegen um mich herum bauen. Ich sage immer ab 5:30 mit mir nicht mehr. Ich komme dann gegen 7 Uhr wieder. Das geht aber und das ist auch toll. Fühlst du dich rehabilitiert in der, ich sag mal, Gesellschaft? Nachdem, das war ja schon sehr drastisch, auch mit dem Sargkranz. Hing das auch noch war ein, noch ganz schön. Ich habe die dann nicht mehr gesehen. Und die ist vor ein paar Monaten an Krebs gestorben. Und die Tochter hat mich dann sind jetzt auch über 20 Jahre, hat mich kontaktiert und hat gesagt, komm ans Sterbebett, damit sie loslassen kann. Ich war dann noch bei ihr. So in den letzten Stunden, Tage. Ja. Also ich muss nicht rehabilitiert sein. Das ist ja eigentlich, mein Leben ging ja weiter. Ich habe ja eigentlich immer, außer jetzt die Zeit, wo ich die Depression hatte, bin ich ja wieder eingestiegen. Das Leben hat ja funktioniert. Und mein spirituelles Leben, das war ja so daneben. Das hat für mich natürlich schon abgefärbt, aber ich habe ja meine Arbeit eigentlich immer gemacht. Also das geht gut nebeneinander her. Und in diesen 20 Jahren jetzt? Ist Gott immer noch der gleiche? Also im Sinne von Wärme, Liebe? Es ist immer noch genau gleich. Und er sagt immer noch genau, was ich tun muss. Er hat Wort gehalten bis heute. Dass wir haben immer noch genau das gleiche tiefe Verhältnis. Ich bin ja dankbar, dass du deine Geschichte erzählst hier. Ja. Und weißt du, ich meine, wenn ich versuche so Richtwert, vielleicht mal 4 Stunden beten pro Tag, aber das kann auch mal so mehrere Stunden am Stück sein. Und was... Ja, das geht ja weiter. Also ich hab jetzt keine Visionen mehr. Ich sage jetzt mal, es tönt jetzt ein bisschen so. Das braucht es nicht mehr, weil wir sind ja da. Was ich nicht weiß, also mir ist das dann passiert, ich erzähle jetzt die zwei Sachen noch, weil das gehört eigentlich schon dazu. Die Bilokation,
Was ist das? Die Bilokation ist, wenn man an zwei Orten gleichzeitig ist. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Einmal habe ich eine Rückmeldung gehabt. Da hat ein Kollege gesagt, ach, sehen wir uns schon wieder. Habe ich gesagt, wie meinst du? Ja, heute Morgen doch in Basel und Spalenberg. Da habe ich gesagt, ich war heute nicht am Spalenberg. Dann wurde er ein bisschen ärgerlich, hat gesagt, doch, du bist doch da runtergekommen. Wir haben uns doch gesehen und gegrüßt. Oder du hast mich angeschaut, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Da habe ich gesagt, nein, ich war nicht da. Und da wurde er richtig heiß. Ich hatte gesagt, willst du jetzt behaupten, ich kenne dich nicht mehr. Und das war jetzt jemand, der mich wirklich gut kennt, weißt, der mich nicht verwechselt. Und dann habe ich, das war mir schon ein bisschen zu spät, dann habe ich gesagt, ja, wann war denn das? Und dann hat er mir die genaue Zeit gesagt. Und ich war zu dieser Zeit zu Hause am Beten. Und wenn ich so eine Stunde, also ich bete dann, wenn ich lange bete, bete ich so, dass ich den Körper nicht mehr spüre. Dann geht der Körper wieder weg. Und dann bin ich einfach so. Ich bin dann einfach in diesem Zustand der Ewigkeit oder so annähernde Ewigkeit, wenn auch nicht so intensiv, wie das dann mal sein wird. Und das war genau zu diesem Zeitpunkt. Und dann ein zweites Mal, da habe ich auch noch mal eine Rückmeldung gehabt, hat jemand gesagt, du, wer war das heute im Zug? Was war das für ein schwarz gekleideter Herr, mit dem du da gereist bist? Und ich war nicht im Zug. Und ich habe dann nur, da habe ich ein bisschen schlauer reagiert. Dann habe ich noch gesagt, ja, kennst du nicht. Ja, ich muss ja nicht, geht ja nicht. Also, ob mir das immer noch passiert, dass man mich irgendwo sieht, wenn ich am Beten bin, ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Und ich wollte das nie, Thomas, ich wollte das nicht. Ich hätte mir das alles sparen können, das reicht nach dem Tod. Ich hätte das nicht schon in diesem Leben haben müssen. Aber kommt eine Ahnung auf, hin und wieder, warum... Das ist ja jetzt, warum du das erfährst, nee. Denn das ist ja ist so, mir immer noch nicht klar. Es ist ja jetzt keine Anleitung zu, jeder muss seine Familie verlassen, jeder muss ins Kloster, sondern, und deshalb die Frage, warum ich? Warum ich, Yvonne? werde ich auch nie wissen. Ich denke schon, also Also es braucht für diesen Weg absolut Demut. Demut ist der Schlüssel zu Gott. Und Gott liebt mich nicht mehr, als er alle anderen liebt. Aber vielleicht liebe ich ihn ein bisschen mehr. Ich glaube schon, dass da diese Verbindung stark ist. Aber warum jetzt, dass ich sein muss? Nein, ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt in dieser Aufgabe drin. Ich habe mich da reingeschickt. Ich finde es mittlerweile auch okay. Ja, ich kann mich ja auch nicht aus dieser Verbindung lösen. Die ist ja permanent da. Ich spüre ihn ja permanent. Und ich kann ja wechseln. Für mich gibt es wie diese materielle Welt, aber es gibt auch die göttliche Wirklichkeit für mich. Ich kann ja da inner Sekundenbruchteil wechseln kann ja da hin und her switchen. Das gelingt dir. Ja, das kann ich jederzeit. Ich kann schnell die Augen, ich muss nicht mal eigentlich die Augen zumachen, aber ich kann das, egal wo ich bin, komme ich in dieses alles zurücklassen und ganz nur da. Das ist auch sehr schön. Und ich würde ja, aber das mache ich ja nicht, am liebsten natürlich immer in diesem Dauerzustand sein. Weißt du, was ich meine? Aber das kann ich ja, wenn ich sterbe. Also wenn ich nicht bete, dann bin ich aktiv. Dann will ich was Schlaues machen. Dann mache ich. Und aus dieser Liebe, ich kriege ja so viel Liebe, das ist ja immer wie auftanken. Das ist Energie, das ist Kraft, das ist Licht. Das muss ja auch raus. Ich muss ja das unter die Leute schmeißen. Ich muss ja das wieder loswerden. Wenn das schon Brunnen ist, das muss ja raus. Und wenn du das jemand erzählst, wie reagieren die drauf? Das erkläre ich ja eigentlich nicht. Das sagst du einfach, du diskutierst nicht, sondern du sagst, ja, die sagen so einfach auch, du bist so wie ein Duracell-Männchen. Ein Häschen. Ja, Duracell-Häschen heißt es. Ja, genau. Nein, das ist ja nicht, ich habe ja jetzt 25 Jahre geschwiegen. Es ist und jetzt kommt, ja, ich weiß nicht, wieso, siehst du, ich weiß nicht, wieso ich dir das jetzt erzählen soll. Und ich habe im Vorfeld, musste ich noch zwei Bücher schreiben, seit unserem Kontakt bis jetzt. Das eine heißt Glaube heute und das andere heißt Mystik heute, weil es wird so oft, weil die Leute verwechseln das immer, die meinen immer, dass
Das Einheitserlebnis sei schon die Unio Mystica, aber die Unio, die wirklich die vollständige Vereinigung, die kommt immer erst nach dem Tod, nach dem inneren Sterben. Es braucht die Passion, es braucht das Leiden, Tod, vorher kommt nicht die Auferstehung, es gibt nichts auf halbem Weg. Und das musste ich mal, oder ich habe das jetzt in den zwei Büchern sicher viel besser erzählt. Nicht von mir, es geht ja auch gar nicht um mich. Also eigentlich habe ich Mühe, das zu erzählen, was mich betrifft. Aber ich habe es jetzt einfach erzählt, so quasi. Aber ich will eigentlich nicht über mich reden. Über die Sache, über Mystik kann ich reden, ich kann über Gott reden, also, aber ich möchte eigentlich nicht über mich, über meine Rolle in dem ganzen Spiel. Aber es ist gut, dass ich es jetzt mal gemacht habe. Aber für mich reicht das einmal. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt einmal gebannt und das reicht. Ich kann mir das dann abspeichern, wenn das wirklich mal, wenn meine Kinder sich mal für das interessieren. Dann können Sie sich das mal anschauen und sagen, ah, so war das. Aber ich habe es jetzt neutral mal beschrieben, wie die Schritte sind, was es da braucht, wie das Voraussetzungen habe ich in zwei Büchern. Das ist jetzt auch geschrieben. Wann kommen sie raus, die Bücher? Sie sind rausgekommen. Im Eigenverlag oder im... Wie heißt das? Books on Demand? Books oder so? On Demand. Schau mal, die sind für dich. Danke. Das ist Glaube heute und das ist Mystik heute. Nein, einfach für... also das hat mich schon immer noch ein bisschen gestört. Weißt du, wir zitieren bei Mystik immer die mittelalterlichen Mystiker. So Teresa von Avila und all die großen, also groß, die demütigen Menschen. Aber das ist nicht mehr unsere Sprache. Und es wird dann schnell so verworren und man kann das auch mit unseren Worten ganz klar. Und es ist immer noch die gleiche Geschichte. Es passiert immer wieder gleich. Aber es ist ein bisschen anders, eine Sprache. Jetzt geht hier alles gleich aus. Es läuft noch und dann ist die Festplatte. Tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen viel erzählt. Du kannst dann das. Nein, nein, vielen Dank. Ich will trotzdem diese Frage stellen. Ja. Wer ist Gott für dich? Und lass dein Inneres sprechen, bitte. Alles. Er ist alles. Und er setzt alles. In Gott ist alles drin, da fehlt nichts. Das ist die Vollkommenheit pur. Und ich halte mich gern in diesem Zustand, oder wie du das nennst, auf. Dort ist mir wohl. Besteht da nicht die Gefahr, dass man diesen Zustand nur noch sucht und sein Leben um sich herum vernachlässigt? Nein, gar nicht. Weil das holt dich ja, du bist so, du stehst auf dem Boden der Realität. Du nimmst mit dieser Liebe nimmst du das Kleinste wahr. Du okay. Spürst, wie es den Leuten geht, was passiert. Du merkst, wo es dich braucht. Du bist ganz im Moment und ganz bei dem, was passiert. Manche würden sagen, das ist ein hoher Grad an Empathie. Ja, hoffentlich. Zu merken, wie es dem anderen geht, was er braucht. Aber Gott ist ja auch da. Er ist ja auch da. Ich spüre ihn ja, er ist ja da auch. Ich muss ja nicht irgendwo hin. Dann hauen wir jetzt noch meine vier Schlussfragen raus. Hau sie raus. Bevor es hier die Festplatte raushaut. Echt? Ich find's. Ja, ich weiß nicht, so viel schwarz, aber ich kann so gut schweigen, aber jetzt habe ich auch mal geschwanden. Du, das ist hoch. Also du hast ja gesehen, ich hing dir an den Lippen. Jetzt habe ich es mal. Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Man muss es antiquarisch suchen oder als PDF. Ich habe damit mein Kindheitstrauma aufgelöst. Es heißt die heilende Begegnung mit der eigenen Geschichte. Ich hatte wirklich ein Kindheitstrauma vom starken Vater und der Mutter, die sich auch nicht getraut hat. Und das ist so eine Art, man durchlebt es nochmal, aber man hat man stellt sich noch eine Person vor, die ist wie der Anwalt des Kindes. Du bist in der Situation, wo du dich schlecht behandelt fühlst oder ungerecht und der Anwalt weist dann quasi den Vater zurecht und sagt, das stimmt nicht, du verdächtigst, also du gehst die Situation nochmal durch und sie wird aber richtig gestellt für dich. Und das durchlebst du dann ein paar Mal. Das ist eine Anleitung. Gut. Und das kannst du ein paar Mal machen. Und
Und wozu kannst du heute, Frage 2, leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? Ich kann zu allem schon sehr lange sehr gut Nein sagen. Ich fange jetzt an, wieder mal Ja zu sagen. Und zwar so zu persönlichen Begegnungen, weil ich kann perfekt Nein sagen. Aber dass ich jetzt ein bisschen mehr zulasse, auch mal wieder außerhalb dem Kloster, außerhalb des Klosters. Und die Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, in diesen letzten 5 Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert? Also weißt du, ich habe lange damit ein bisschen gehadert, dass Gott nicht mehr so die Nummer 1 ist bei uns und sich immer mehr weniger Leute für die Menschen immer weniger dafür interessieren. Da habe ich schon ein bisschen so gelitten. Aber ich glaube, ich kann das jetzt besser wegstecken, indem ich auch einfach sage, mein lieber Gott, wenn du willst, dass da wieder mehr Gläubige sind, dann zeige dich, offenbare dich, das ist dein Ding, nicht mein Job. Ja. Letzte Frage, Plakat, Donnach, Basel. Sowas, in dem Stil. Gott liebt dich, liebst du ihn auch? Ja. Wir machen so ein Plakat. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Nächste Woche gibt es keinen Film. Ich habe es immer noch nicht ganz drauf, muss ich sagen, gell? Obwohl es ja schon ein paar Monate ist. In 2 Wochen gibt es den nächsten Film. Ich kenne ihn schon. Ich bin auch, wie für Schwester Yvonne ich dankbar bin, bin ich auch dankbar für die nächste Geschichte, die kommt. Wieder jemand, der zitternd hier saß und sagte, ich kann das nicht und ich habe das nicht und hinterher doch die Geschichte erzählte. Eindeutiges Statement. 2 Wochen. Ich sage jetzt nichts mehr. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.